Macht euch keine Sorgen, denn die allerbeste Tante hat alles unter Kontrolle. Vielen Dank, Twily. Okay, schnappen wir uns Wummi und los. Oh, du willst, dass wir so tun, als wären wir die Bären. Nun, für ein kurzes Spiel haben wir noch Zeit. Haben wir die wirklich? Hey, okay. Na warte, ich krieg den. Du solltest sie schnell kriegen, wir haben nämlich viel zu tun. Die kleinen Fohlen mit Pferdennesselausschlag, weißt du noch? Ja, na klar. Ich hole dich ein. Oh, oh, entschuldige, mein Schatz, du musst dich nicht fürchten. Alles gut, ich bin's, Tante Twily. Also, das war ein sehr fortgeschrittener Zauber für ein Pony in deinem Alter. Sieht aus, als kämst du sehr nach deiner Tante Twily. Okay, das war echt richtig niedlich. Aber jetzt? Ich weiß, Spike. Ja, sofort. Ich sollte sie nur noch kurz füttern. Ist das Kunst oder ein Missgeschick? Ich kann es auch nicht sagen. Aber wen kümmert's? Es sind keine Windeln. Shining Armor! Cadence! Wie geht's euch, Eltern? Gebt mir den Huf! Es ist so gut, euch beide hier zu sehen. Danke fürs Kommen. Aber natürlich, wir haben wirklich viel Spaß. Wir lieben deine Kunst. Das ist ein Mülleimer. Oh ja, richtig. Hab ich gewusst. Aber wieso soll das keine Kunst sein? Kunst ist alles, was du fühlst. Sie hat mein Leben verändert. Das ist mein neuestes Werk. 1000 Nächte in einem Flur. Wow, ich schätze, eine Nacht in einem Flur kann wirklich dunkel sein. Es gibt nichts Dunkleres. Ja, allerdings. Es ist so schön, hier sein zu können. Normalerweise sind wir jetzt mit pürierten Erbsen bedeckt. Als sie sagten, pürierte Erbsen mag sie am liebsten. Meinten sie da auch, um damit einen Raum zu dekorieren? Oh, komm schon, Spike. Das ist doch nicht so tragisch. Ja, und wir sind auch nur 20 Minuten hinter dem Zeitplan. 20 Minuten? Puh. Na schön. Wir bekommen das trotzdem hin. Okay, wir kaufen nur ein paar Spielsachen und dann sind wir schon wieder weg. Du willst lieber spielen, oder? Ich kenne ein Spiel, das total viel Spaß macht.